bin ich hier reingekommen? Du findest keinen Ausgang, nur das Grauen. Gwen, bist du das schon wieder? Das Grauen. Ja, also ich kann mich nur um ein Grauen gleichzeitig kümmern. Und jetzt kümmere ich mich um... Ein Geist? Ich wusste es! Ich muss überleben! Lang genug, um Gwen zu sagen, wie falsch die lag! Kevin, du bist kein Geist! Du bist kein Geist! Armer kleiner Benny hat Angst vor Gespenstern. Dabei sollte er mehr Angst haben. Oh. Vor mir. Halt, woher hast du denn Kletterriebe? Ich nenne ihn Dornenblüte. Unfassbar, dass du meine Aliens kopierst. Jetzt gehören sie mir. Kletterriebe sollte ein Held sein, nicht ein Wald- und Wiesendepp. Du bist nur neidisch. Dornenblüte ist viel cooler. Ich kenne Zimmerpflanzen, die sind härter drauf. Ich zeig dir jetzt mal, was ich drauf habe. Tut mir leid, aber jetzt werden dein Tag und dein Gesicht neu gestaltet. Overflow? Bei mir gibt's keinen Overflow. Ich bin Undertow. Jetzt halt mal die Luft an. Wie kannst du einfach so zum nächsten Alien wechseln? Na, weil ich nicht warten muss. Undertow ist nicht cool. Sagt der Typ, der im Schlamm feststeckt. Deine Muskeln haben keine Chance gegen mein Intellekt. Die graue Eminenz? Perfekt. Wenn du mich schon kopierst, dann nimm etwas Größeres als... Die graue Eminenz? Die dunkle Eminenz. Wie hast du ihn denn größer gemacht? Ist doch egal, er ist sowieso schwach. Wie kommst du an meine fehlenden Aliens? Fehlend? Das Problem kenne ich nicht. Vielleicht passiert das ja nur. Losen! Das ist neu! Voll daneben! Was ist das? Mann, und ich dachte, du bist eine Herausforderung. Sieh es ein, Nerd. Meine Aliens sind einfach genial. Da kannst du niemals mithalten. Was du nicht sagst, komm, erzähl mir noch mehr. Geh die Sache doch ruhig und entspannt an. Oder ich mach kurzen Prozess. Achte besser auf sichtbare Warnsignale, zum Beispiel, wenn deine Uhr abläuft. Ach, komm schon, Mann, geh an! Alles klar, Kevin. Du und ich spielen jetzt gleich Frage und Antwort. Nur leider habe ich mein Spielbrett vergessen. Erstens, der Spruch war echt saublöd. Zweitens, ich bin größer als du, klüger als du und stärker als du. Und mutiger. Hast du mich echt für einen Geist gehalten? Saublöde Hecke. Ich habe dich beobachtet. Sehr vielversprechend. Wie? Arbeitest du etwa hier oder was? Nein, aber wir beide haben das gleiche Ziel. Zusammen könnten wir unsere Feinde vernichten und wahre Macht erlangen. Nein, danke. Ich brauche keinen Blechschädel. Tja, komischer Typ. Oh, wie schade, dass ihr schon gehen müsst. Vielen Dank für deine Hilfe, Maxi. Und die Kinder waren einfach entzückend. Jedoch würde ich euch niemals gehen lassen ohne ein paar Abschiedsgeschenke. Ich weiß, das Schloss war nicht gerade überwältigend, aber ich habe das gefunden, während wir die Kammer der Königin aufgeräumt haben. Kammer der Königin? Es ist vermutlich eine Spieldose, die über Generationen weitervererbt wurde. Auf der Vorderseite ist unser Familienwappen. Wow, danke, Lady Warwick. Und Ben, dein Geschenk ist meine Vergebung. Was? Du kannst meine Vergebung akzeptieren oder du gibst mir mehrere tausend Pfund für die Schäden, die du im Schloss und im Garten angerichtet hast. Klingt vernünftig. Und du, mein lieber Maxi? Du bekommst meinen edelsten Tee. Nach einem harten Arbeitstag wirkt er wahre Wunder. Ja, danke. Ich warte. Wer sind denn all diese Leute? Oh, das ist das Bauunternehmen. Sie fangen heute an. Wir möbeln das Schloss richtig auf.